Ich habe da so einen Stoßimpuls durch ein Seil. Wenn, dann nehme ich eine Masse an ein Seil hängt und das Seil ist nicht gespannt. Und wenn das Seil gespannt ist, dann haben Sie ja die Bewegung einfach so runter, eine Pendelbewegung. Großimpuls durch ein Seil, wir haben an einem lockeren Seil eine Masse M angehängt. Und zwar so, dass der Aufhängepunkt, die Masse auf gleicher Höhe sind. Der Abstand hier ist das kleine A. Und die Seillänge ist L. Und wenn man jetzt die Masse auslässt, dann fällt sie da runter so weit, bis das Seil gespannt ist. Ne? Angenommen, das ist jetzt so der Fall. So. Und von da weg geht es ja über in die Kreisbahnbewegung des Pendels. M fällt, ist Seil gestreckt, wir nehmen an, dass das Seil vollkommen starr ist, es soll nicht nachfedern, sondern es soll einfach starr sein und dann heißt das, die Geschwindigkeit, die vorher da war, das ist ja die V0. Das ist die Geschwindigkeit sozusagen vor dem Stoß. Vor dem Stoß habe ich V0 in lotrechter Richtung. Das ist, wenn das die Höhe h ist, sind das die Wurzeln aus 2gh. Und das h selber kann ich aber ausrechnen. Das h ist nichts anderes als die Wurzel aus a Quadrat. L Quadrat minus A Quadrat, der Pythagoras. Ne? Wenn ich L und A kenne, dann sagen wir, H ist Wurzel aus. Und nach dem Stoß, also vor dem Stoß war freier Fall, ne? Freier Fall. Nachstoß. Bewegung auf Kreis. Der fällt da runter und fällt dann nicht darüber und macht so quasi eine Pendelschwingung dann. Und das heißt, die Geschwindigkeit muss nach dem Stoß das sein. Also vor dem Stoß war das die Geschwindigkeit. Ach Gott, das ist heute eine Patzerei. Das werde ich wieder weg tun da. Scheinen machen. So. Das ist V0. Nach dem Stoß V1 rechtwinklig zum Vorstrahl L. Weil ja der Stoßimpuls in die Richtung geht, nicht? Also die Stoßkraft ist ja genau genommen die Seilkraft, die geht ins Seil hinein. Na, das war falsch. Wollte ich nicht, so wollte ich auf Rot wechseln. Das muss das F sein. Ne? F ist die Seilkraft. Und es muss nun sein, dass der Impuls MV0 umgewandelt wird in einen MV1 durch ein FdT in der Richtung. Wenn wir also sagen, das war das MV0, der Anfangsimpuls hat immer Richtung. Der Endimpuls hat diese Richtung tangentiell da. Wir wissen aber noch nicht, wie groß er ist. Und die Ursache für die Änderung des Impulses ist ja die Seilkraft, die Kraft in Richtung des Seiles. Das ist das. Also muss das im Grunde dann das S sein.
Das Integral f dt, das muss das gesamte S sein. Und Sie sehen daraus, dass damit ja jetzt bekannt ist, wie das mv1 ausschaut. Das muss jetzt mv1 sein. S hat natürlich eine Richtung. S ist das Integral der f dt. Und jetzt müsste ich natürlich hier einen Winkel einführen. Den habe ich Alpha genannt. Und das ist Alpha. Senkrecht, senkrecht. Dann ist der Winkel zwischen denen auch Alpha. Das müsste der Winkel Alpha sein. Der Winkel waagrecht, senkrecht, seilrecht und orthogonal. Ne? Der Winkel Alpha ist ja im Grunde der Cosinus Alpha. Cosinus Alpha, das sieht man ja aus der Geometrie da oben, ist A durch L. Und damit könnten wir sagen, der Impuls nach dem Stoß in der, Sie sehen, wir schreiben praktisch den Impulssatz in der Tangentenrichtung an. Nicht? Und sagen, in der Tangentenrichtung ET ändert sich der Impuls nicht. In der normalen Richtung interessiert er mich gar nicht, weil der gesamte Normalimpuls quasi jetzt ins Seil hineingeht. Und wenn das Seil nicht elastisch ist, dann kommt auch nichts zurück. Dann ist es wie ein plastischer Stoß. Wie ein vollkommen plastischer Stoß, nicht? Das pumpt da drauf und fährt so weiter. Also, aus der Impulserhaltung in der Tangentenrichtung, wo ja keine Kraft wirkt, natürlich kann man sagen, da wirkt das mg, das Gewicht, aber das habe ich am Anfang vergessen zu bemerken, alle normalen Kräfte, eingeprägten Kräfte, nennen wir sie, werden im Stoß sowieso vernachlässigt. Gewichte spielen überhaupt keine Rolle, weil die Stoßkräfte so groß sind im Vergleich dazu, dass wir alles, was eingeprägt, ob da nur eine Feder wirkt oder irgendetwas, völlig außer Acht lassen. Erst in der Bewegung nach dem Stoß kommen die wieder zur Geltung. Außer wenn es Lagerkräfte sind. Bitte? Außer wenn es Lagerkräfte sind. Außer, weil die ja dann als Impulse, das Integral STT ja wieder groß wird. Ne? Ja. Sie haben recht, außer Reaktionen, Impulsreaktionen sozusagen. Und damit können wir ja sagen, Impulserhaltung in Richtung ET, da muss er erhalten bleiben, weil keine Kraft, FT ist ja 0, das Seil wirkt ja in Richtung FN, MV1, der Impuls nachher in der Richtung muss gleich sein, MV0, Cosinus Alpha. Damit haben wir V1 ist gleich V0, der Cosinus ist mal A zu L, wenn das stimmt. Und das könnte man natürlich noch fragen, und wie hoch kommt er da herauf auf der linken Seite? Wann kommt, wo kommt es zur Ruhe? Also, wir haben quasi beim Winkel Alpha die Geschwindigkeit V1 und wollen jetzt da hinauf am Kreisbogen und fragen, wie groß ist der Winkel? L, L, welchen Winkel bezeichne ich? Na, vielleicht oben wieder, den bezeichne ich jetzt als Beta. Wie hoch kommt er hinauf? Dann sehen Sie, dass diese kinetische Energie, da ist ja V gleich 0, umgewandelt werden muss in potenzielle Energie, in Hubarbeit. Denn das ist die Hubarbeit Delta H. Das Gewicht, also aus dem Energiesatz, wir wollen Beta ausrechnen, wie hoch kommt die Masse drüben hinauf, dann sagen wir, die kinetische Energie am Ende ist 0,
T minus T0 ist Arbeit. Das ist 0. Am Anfang war sie m halbe v ins Quadrat. Und die Arbeit ist ja Hubarbeit. Das mg, das Gewicht, wird um Delta H nach oben gehoben, also minus. Das Delta H muss aber jetzt sein, das ist L mal Klammer Sinus Alpha minus Sinus Beta. Nun V1 kenne ich, also kann ich daraus das Beta ausrechnen. V1 minus, da machen wir Plus draus. Wenn ich das alles im Kopf gleich rechne, dann wird es sicher falsch. Dann steht da aber Sinus Beta, das wollen wir ausrechnen, ist gleich Sinus Alpha. Da habe ich Plus Plus. Minus, der Sinus von einem kleinen Mittelchen, ja Minus, Minus. Das N lasse ich weg, ich sage V1 Quadrat durch 2GL. Das gibt die Rechnung da. Minus V1 Quadrat durch 2GL. Und das V1-Quadrat müssen wir einsetzen. Ne? Das ist dann, ich weiß nicht, da kommt irgendwas raus, nicht? Ist gleich. V0 A zu L steht da, das Sinus Alpha ist natürlich auch. Also man könnte das, glaube ich, schöner ausdrücken, das ist keine Frage.